Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. Heute geht es um einen Vermisstenfall, um einen Cold Case. Und zwar vom 31. Juli 2010. Vermisst wird seit diesem Tag Christopher James Miles, kurz CJ genannt. Er war 28 Jahre alt, als er verschwand. Dargestellt wurde der Fall in der Aktenzeichen XY Sondersendung Wo ist mein Kind? Vom 3. Juni 2015. Zu Beginn des Falls erzählt Rudi Zerne, dass der nächste Vermisste CJ Miles ist. Geboren wurde er in Großbritannien, aber sein letztes Lebenszeichen gibt es aus Ruhpolding. Was in diesem idyllischen Ort im Alpenvorland geschah, ist für die Angehörigen und die Polizei ein einziges Rätsel. Und zu Beginn der Rekonstruktion, der filmischen Rekonstruktion, wird eine Bildershow von ihm gezeigt. Und die Sprecherin schildert dazu: Christopher Miles, kurz CJ gerufen, ist ein fröhlicher junger Mann. Der 28-Jährige liebt jede Art von Sport und wird von allen wegen seiner positiven Art geschätzt. CJ arbeitet als Animateur in Österreich. Dann kommt kurz der Vater von ihm zu Wort und dieser erzählt, dass CJ eine ganz besondere Art hatte, mit Menschen umzugehen, auf sie einzugehen, eine Gabe hatte, andere glücklich zu machen und deshalb war er stolz auf ihn. Und die Sprecherin sagt dann oder kommentiert: CJ ist schon als Baby ein Sonnenschein, das erste Kind von seinem Vater Nick. Er wächst mit seinen Geschwistern im Süden von England, in Exeter, auf. Dann kommt eine seiner Schwestern zu Wort. Und sie sagt: Er hat sich immer um mich gekümmert, war sehr fürsorglich, wie ein richtiger Bodyguard. Eben wie ein großer Bruder sein sollte. Er war immer sehr glücklich und unbekümmert. Dazu erzählt dann die Sprecherin: Als die Eltern sich trennen, muss CJ noch mehr Verantwortung für die jüngeren Geschwister übernehmen. Der Vater sagt dazu: Ich habe ihm viel zugemutet. Er musste mir mit den drei Mädchen helfen. Und das führte zu Spannungen zwischen uns. Ich habe schlicht vergessen, dass er mein Sohn ist. Dann erzählt die Sprecherin wieder: CJ bricht aus. Er geht ins Ausland, wird Animateur. 2004 zieht er in das österreichische Zell am See und arbeitet hier für ein Touristikunternehmen. Nach England zur Familie fährt er nie. Dann kommt wieder der Vater zu Wort: Mein Sohn war in Österreich so glücklich. Er hat mir immer gesagt, er will dort leben. Dort war sein Zuhause. Ich fuhr zwei, dreimal im Jahr zu ihm. Er brachte mir das Skifahren bei. Mein Sohn wurde so auch zu meinem besten Kumpel. Und die Sprecherin erzählt weiter. Und dann der Schock. Am 31. Juli 2010 verschwindet CJ spurlos auf dem Weg zu seinem Arbeitgeber. Was war geschehen? Knapp 8 Wochen zuvor, Anfang Juni 2010, meldete sich CJ bei seinem Arbeitgeber krank. Die Diagnose: Depressionen und starke Stimmungsschwankungen. CJ telefoniert mit seinem Vater und dieser begrüßt ihn in der Darstellung mit einem freundlichen Hallo. Er fragt, wie es ihm geht, und CJ antwortet: Ja, nicht so gut. Der Vater sagt: Komm doch einfach zu uns hier. Du meinst nach England? Vielleicht gar keine so schlechte Idee, sagt CJ. Ich merke einfach, dass ich zu müde bin. Ich muss mich gleich nochmal hinlegen. Weiter erzählt dann die Sprecherin. 2 Tage später ist CJ bei seinem Vater und dessen neuer Frau Amanda. Das erste Mal seit 7 Jahren. Also es geht in dieser Darstellung dauernd hin und her. Es ist nicht so wie sonst, dass eine Sprecherin praktisch dann durchgehend die Szenerie erzählt und das Ganze dann filmisch dargestellt wird. Also hier kommen dauernd der Vater, Stiefbruder und so weiter zu Wort. Nur damit ihr wisst, warum das so ein bisschen anders ist als sonst bei den Darstellungen. Also der Vater erzählt, die ersten 3 Tage zu Hause war völlig anders als bei seinem letzten Besuch in Österreich. Und die Sprecherin meint dann: Aber bald scheint es ihm besser zu gehen. CJ hat jede Menge Sportgeräte dabei und so eine neue Kamera. Nach wenigen Tagen scheint er wieder ganz der Alte. Vor allen Dingen mit seiner Slackline sorgt er für Aufsehen.
Dann kommt sein Stiefbruder Javin Patrick zu Wort. Was immer er tat, jeder wollte dabei sein. Er hat mir vermittelt, dass man nicht unbedingt wie ein Erwachsener handeln muss. Man darf Kind bleiben und ewig weiterspielen. Dazu sagt die Sprecherin, es ist wie immer, der 28-Jährige wird sofort zum Anziehungspunkt. Und sein Vater ergänzt, wenn er anderen ein Lächeln ins Gesicht zauberte, dann war er glücklich. Im Dorf sprechen die Leute heute noch davon. Und wieder kommt die Sprecherin zu Wort. Scheinbar voller Energie kehrt der 28-Jährige dann nach Österreich zurück. Sein Kollege Alistair Williams berichtet, er war wieder der CJ, den ich kannte. Er war so begeistert von allem, was er in England gemacht hat. Zeigte mir seine Fotos und ich dachte dabei, das ist so typisch CJ. Eben mal das ganze Dorf zum Slacken holen. Also dieses Slacken oder Slacklining, das ist so eine Art Trendsportart, ähnlich dem Seiltanzen, bei der man auf einem Kunstfaserband oder Gurtband balanciert, das zwischen zwei Befestigungspunkten gespannt ist. Ja, und sein Arbeitskollege war froh, dass er seinen Freund zurück hatte. Einfach CJ. Die Sprecherin sagt dann, doch schnell kippt die Stimmung wieder. Irgendetwas bedrückt ihn immer noch. Als CJ 6 Wochen später am 29. Juli seinen Vater anruft, wirkt er verändert. Und 2 Tage später wird er verschwinden. Bei diesem Videogespräch übers Internet wirkt CJ am Boden zerstört. Es geht um ein Auto. Sein Vater sagt, was denn, welches Auto? Ich brauche das jetzt unbedingt. Der Vater fragt ihn, ob alles okay sei. Und CJ sagt, nein. Mach dir mal keine Sorgen. Es ist alles okay. Der Vater erzählt dann weiter, CJ, ich weiß nicht, was mit dir los ist, aber du machst mir Angst. Es war ein bisschen so, als ob man mit 2 verschiedenen Menschen redet. Was soll mir denn fehlen, sagt CJ. Weißt du was? Mach da weiter mit Amanda, ich hab da jetzt keinen Nerv für. Die Sprecherin erschildert dann, am Tag seines Verschwindens verschläft der sonst so zuverlässige CJ seinen ersten Fahrauftrag. Sein Chef lenkt ihn dann um. Er soll Gäste nach Ruhpolding bringen und danach zurück in die Firma fahren. Doch in der Firma kommt er nicht wieder an. Er setzt die Gäste am Zielort ab, aber dann verschwindet er. Noch am Nachmittag des 31. Juli 2010 wird die Polizei eingeschaltet. Sie überprüft Hotels, Ferienwohnungen und Kliniken. Und sein Kollege Alistair berichtet, erst dachten wir noch, dass er mit dem Minibus einen Unfall gehabt hat. Wir haben die ganze Strecke zwischen Ruhpolding und Zell am See abgesucht. Dann kommt die Sprecherin wieder zu Wort. Aber ohne Erfolg. Erst am kommenden Tag fällt ein Mann der VW-Bus auf. Er steht seit dem Vortag auf einem Parkplatz in der Nähe des Ruhpoldinger Bahnhofs in Deutschland. Der Schlüssel steckt und auf dem Beifahrersitz liegen persönliche Gegenstände des Mannes. Der Mann verständigt die Polizei. Bereits wenige Tage später, am 5. August 2010, wird die Kripo Traunstein eingeschaltet. Stück für Stück gelingt es der Polizei zu rekonstruieren, was am 31. Juli 2010 nach 11 Uhr geschehen ist. Und Alfred Wimmer von der Kripo Traunstein erzählt, bei Christopher James Miles war es ebenso, dass der Tag schon sonderbar begann. Er hat sich verfahren und nach unserem Eindruck ein bisschen desorientiert. Die Sprecherin kommt wieder zu Wort. Während der Fahrt nach Ruhpolding wirkt CJ laut der Fahrgäste gut gelaunt. Er erzählt von Plänen, mit seinem Bruder eine Firma aufzubauen. Gleichzeitig fällt aber auf, dass er sehr fahrig und nervös wirkt. Gegen 11.45 Uhr setzt er seine Gäste vor dem Hotel in Ruhpolding ab. Dann fährt er weiter in Richtung Bahnhof. Alfred Wimmer von der Kripo berichtet, CJ hat einen Mann getroffen und sich mit diesem Mann kurz unterhalten. Er öffnet die Tür des ihm fremden Autos und sagt, wohin geht es denn? Der Fahrer antwortet erstaunt, ich gehe zum Kiosk. CJ antwortet ihm, ich gehe darauf und schließt wieder die Tür. Der Fahrer schüttelt den Kopf. Ob der Satz richtig wiedergegeben wurde oder ob es Verständnisschwierigkeiten gab, das wissen wir nicht. Vielleicht hat er auch gemeint, wohin fährst du? Die Sprecherin erzählt dann, als der Mann
um 13.05 Uhr den Kiosk verlässt, steht der VW-Bus immer noch am gleichen Platz. Von CJ keine Spur. Zwei Tage später reist sein Vater aus England an und versucht in der Wohnung Hinweise auf das Verschwinden seines Sohnes zu finden. Der Vater sagt, als ich in seiner Wohnung war, wirkte alles so, als ob er nur kurz zum Einkaufen gegangen wäre und jeden Moment wiederkommen würde. Gemeinsam mit der Polizei überlegt der Vater dann, was geschehen sein kann. Können die Medikamente, die CJ wegen seiner Depression verschrieben bekommen hat, daran schuld sein? Oder steckt etwas anderes dahinter? Sein Vater spürt in der Wohnung im österreichischen Maishofen ein Unbehagen. Der Vater kommentiert dann noch dazu, ich habe mich gefragt, wie ich mich in seiner Situation fühlen würde. Ich fühlte mich in diesem Apartment richtig schlecht. Die Sprecherin berichtet dann oder fragt dann, wollte CJ am 31. Juli 2010 ein neues Leben beginnen? Oder ist einem Verbrechen zum Opfer gefallen? Sein Kollege erzählt, er hat schon mal gesagt, ich will alles hinter mir lassen. Ich denke, er ist irgendwo da draußen, hat ein neues Leben, einen neuen Namen. Wenn dem so ist, hat er Spaß. Die Sprecherin erzählt weiter, CJ hat den Minibus in der Nähe des Bahnhofs zurückgelassen. Ist er mit dem Zug verschwunden? Alfred Wimmer von der Kripo kommentiert, an diesem Tag war hier sehr viel los, so dass es uns letztendlich nicht möglich war, festzustellen, ob er eine Fahrkarte gekauft hat oder nicht. Die Sprecherin erzählt dann, die Familie versucht über das Internet Hinweise zu erhalten. Ein Mann meldet sich, er will CJ kurz nach seinem Verschwinden in Amsterdam gesehen haben. Eine Überprüfung führt nicht zum Erfolg und auch in Deutschland findet die Polizei keine einzige Spur von CJ. Wo ist CJ, der Mann, der alle zum Lachen bringen kann und den jeder auf Anhieb mag? Seine Schwester erzählt noch, wenn ich mich über etwas aufgeregt habe, dann war er immer der Erste, der mich zum Lachen brachte. Oder wenn ich mir wehgetan habe, er war da und ich fühlte mich besser, das konnte er. Der Vater berichtet noch, ich denke nicht, dass ihm klar ist, wie sehr er geliebt wird, nicht nur von uns, sondern von seinen Freunden auf der ganzen Welt. Obwohl während der ganzen Darstellung eigentlich schon jeder zu Wort gekommen ist, gibt es dann ja noch diese Nachbesprechung, wo man im Studio zusammensitzt. Und da erzählt Rudi Zerne, der Vater Nick ist jetzt hier, ebenso wie Kommissar Alfred Wimmer. Er fragt dann den Vater, wie er mit der Situation umgeht. Und er sagt, nun ja, manchmal ist es sehr schwierig. Ich glaube, das ist das Schlimmste, was Eltern passieren kann. Dass Kinder verschwinden und man kann nichts dagegen tun. Es ist für mich wirklich sehr schwierig. Ich vermisse meinen Sohn sehr. Bin aber immer noch voller Hoffnung. Die meiste Zeit. Und ich mache einfach mit meinem Leben weiter. Mit meiner Arbeit. Und ich kümmere mich um die anderen Kinder natürlich. Die Familie und die Freunde helfen mir. Und das bedeutet, wir sind sehr eng zusammen. Wir verbringen die Zeit zusammen. Wir haben auch keine Angst, über das Geschehene zu sprechen. Dann sagt Rudi Zerne, die ganze Situation hat auch ihre Familie beeinträchtigt, ihre Ehe. Sie haben sich von ihrer Frau getrennt, aufgrund dieser ganzen verzweifelten Situation. Der Vater sagt, ja, auf jeden Fall hat es nicht geholfen. Das hat sehr viel Druck auf uns ausgeübt. Und also das war ja so, dass ich die Situation schon irgendwie verstanden habe. Und ich kann auch die Sichtweise meiner Frau gut verstehen. Sie brauchte mich, sie brauchte natürlich auch den Sohn. Sie musste sich auch um sich kümmern. Und ich war dann in einer Situation, wo ich mich um CJ und auch um meinen Stiefsohn kümmern musste. Das hat einfach insgesamt nicht geholfen. Dann sagt Rudi Zerne noch, dass es die Diagnose in Österreich gab, bipolare affektive Störung. Zu Deutsch Stimmungsschwankungen sind bei CJ vorhanden. Dann möchte er wissen, was der Vater dazu rausgefunden hat. Und der sagt, nun, als ich nach Deutschland gekommen bin, natürlich um meinen Sohn zu suchen, da habe ich dann gehört, dass dies wirklich eine sehr schwierige Störung ist. Aber diese Diagnose wurde gemacht, dann hat er die Medikamente bekommen und ich hatte eigentlich keine wirkliche Vorstellung, wie die Ärzte überhaupt auf diese Diagnose gekommen sind. Und von da an fand ich das ziemlich schwierig zu verstehen. Rudi Zerne sagt man dann dazu, also auf jeden Fall dazu erstmal ein Fragezeichen. Der 31. Juli 2010 ist ein ganz entscheidendes Datum.
An diesem Tag ist CJ spurlos verschwunden. Von jetzt auf gleich. Was haben Sie dazu herausgefunden, Herr Wimmer? Und der Kommissar Wimmer sagt, CJ parkte sein Fahrzeug in der Nähe des Bahnhofs in Ruhpolding. Es ist also denkbar, dass er in einen Zug eingestiegen ist und wegfuhr. Konkrete Hinweise hierfür gibt es aber nicht. Denkbar wäre auch, dass er eine Mitfahrgelegenheit gesucht hat. Der Tank seines Fahrzeugs war fast leer. Und wir haben ja im Film gesehen, wie er über die Beifahrertür einen Mann angesprochen hat und ihn sinngemäß gefragt hat, wohin es geht. Polizierne sagt dann, das alles würde für ein freiwilliges Verschwinden sprechen. Aber es muss natürlich auch ein Verbrechen in Betracht gezogen werden. Der Kommissar sagt dazu, grundsätzlich besteht diese Möglichkeit. Wir müssen aber sehen, dass er am helllichten Tag verschwand und der Ort zu der Zeit sehr belebt war. Im Übrigen haben wir bei der Untersuchung des Fahrzeugs keinerlei Anhaltspunkte dafür gefunden, dass ein Verbrechen vorliegt. Man könnte natürlich jetzt weiterdenken und sagen, dass zum Beispiel CJ in ein Fahrzeug gestiegen ist und dass es in der Folge zu einem Verbrechen kam. Aber nach unserer Erkenntnis ist das unwahrscheinlich. Uli Zerner will dann wissen, was ist denn jetzt für Sie die wahrscheinlichste Variante? Was kommt in Frage? Und der Kommissar sagt, für uns ist es eher wahrscheinlich, dass CJ sich zu Fuß vom Abstellort seines Fahrzeugs entfernt hat und vielleicht ziellos in der Umgebung von Ruhpolding umhergewandert ist und ihm da vielleicht etwas zugestoßen ist und er vielleicht in den Bergen um Ruhpolding einen Unfall hatte. CJ war nicht wie ein typischer Bergwanderer bekleidet. Vielleicht ist er gerade deshalb jemandem aufgefallen. Und dann meint Rudi Zerne, die zweite Möglichkeit, die passiert sein könnte, es könnte natürlich auch ein Suizid in Betracht gezogen werden. Der Kommissar meint dazu, auch diese Möglichkeit können wir nicht ausschließen. In der Umgebung von Ruhpolding gibt es Bereiche, die schwer zugänglich sind. Aus diesem Grund kann es sein, dass CJ bis heute unentdeckt geblieben ist. Und dann wird einmal gezeigt die eine Karte von Google, wo dann ja das Zeichen vom Bahnhof da ist. Also man geht nicht detailliert auf diese Karte ein. Ich habe es euch jetzt mal ein bisschen detaillierter eingeblendet. Und dort am Bahnhof in Ruhpolding ist er zuletzt gesehen worden. Und eben am 31. Juli 2010 um die Mittagszeit. Und er war bekleidet mit einer beigefarbenen knielangen Hose und einem Shirt. Er war alleine unterwegs. Und da ist die Frage eben, wer hat ihn am 31. Juli 2010 oder in der Zeit danach gesehen? Rudi Zerne kommentiert dann noch, ja, das ist die ganz konkrete Frage, wer eben CJ noch gesehen hat. Er ist 1,75 Meter groß, hat kurze Haare und war bei seinem Verschwinden 28 Jahre alt. Er sprach Deutsch mit britischem Akzent und vielleicht ist auch sein Markenzeichen aufgefallen, nämlich diverse Tattoos. Er hatte sie im Nacken, an beiden Armen und Unterarmen. Das war dann auch die Nachbesprechung. Also ich persönlich gehe auch mal davon aus, dass er zu dem Zeitpunkt in irgendeiner Phase war, dass er eventuell wirklich weg wollte, weil wir erinnern uns einmal, als er mit seinem Vater die Videotelefonie gemacht hat, zwei Tage war das glaube ich vorher, da hatte er noch wegen dem Auto gefragt. Den Kontext kenne ich jetzt nicht genau, aber ich gehe mal davon aus, dass er sich ein Auto kaufen wollte und dass er da vielleicht Hilfe von seinem gerne von seinem Vater hätte. Ja, und dieses Auto könnte auch damit zu tun haben, dass er eben freier ist und dass er das vielleicht auch geplant hat, mit diesem Auto dann zu verschwinden. Also auf jeden Fall dürfte er erstmal freiwillig verschwunden sein. An ein Verbrechen glaube ich eher weniger. Ich denke mir mal, dann wäre irgendwas gefunden worden, irgendwas aufgetaucht. Also ich kann mir auch vorstellen, dass er irgendwo hingegangen ist, vielleicht dort wirklich in ein biergiges Gelände, dort einen Unfall hatte, einfach bis heute noch nicht gefunden wurde. Also das ist meine Theorie, meine Spekulation. Ihr könnt mir ja gerne in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, was ihr denkt, was da passiert sein könnte.
Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuhören oder Zuschauen, je nachdem, wie ihr meinen Content konsumiert. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Video. Und ja, ich weiß, es war diesmal ein bisschen komplizierter, weil immer andere Leute zu Wort kamen und dort nicht einfach so ein klarer Strang war, wie das ansonsten ist. Und deswegen war es halt auch ein bisschen schwierig, das Ganze hier nachzuerzählen. Also, sorry. Auf jeden Fall bis zum nächsten Video und